So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder in Tschechien, ja, und da wird schon hinter mir geballert. Und ja, wir machen heute wieder ein bisschen Action hier in Tschechien. Aktion, und ja, hier ist ein komischer Käfer auf meiner Linse, falls ihr den jetzt gesehen habt. Das tut mir leid. Wow, jetzt bin ich erschrocken. Ja, und ich würde mal sagen, dann... viel Spaß mit den Eindrücken, und ich werde hier bombardiert, und bis gleich. So, hier haben wir... Was war das? Ich weiß es nicht. Okay. Knallt das? Macht es Boom? Okay, super. Hier ein Super Böller 1 von Weco, uralt. Ja, Herr Böllercheck. Yeah, it's your turn. Ah, check nochmal die Wandung, das ist immer ganz schön. Das ist richtig Premium. Ja, Feuer. Oh, sorry. Hab ich. Mal gucken, ob der noch was kann. Mach den gleich hier ganz nah eigentlich. Ganz nah eigentlich. Ja, ist ja okay. Der war ja scheiße. Schade. Jetzt werden wir uns gleich mal hier die Flashbang angucken. Haben wir hier die neueren mit Nico Europe. Und hier noch die schön alten, lauten mit dem anderen. Ich sag mal, wir machen jetzt mal einfach den neuen. Ich will mal wissen, was der jetzt kann. Das interessiert mich jetzt. Alle sagen ja, der soll relativ scheiße sein. Also auf dem... Das war der neue. Ja, also das klang eigentlich jetzt nicht schlecht. Machen wir gleich den hier hinterher. Ich habe überhaupt gerade kein Titan gesehen. Also Leute, irgendwie habe ich jetzt nicht viel Unterschied gehört. Problem, jetzt Color Salut hatte ich ja schon letztes Mal. Ah, da kam das Feuer, okay. Luft oder was? Oder? Funke? Luft? Wo bin ich denn? Hier. Ja, werd mal scharf. Halt dein Maul, wer war das denn? Ich. So, okay. Bitteschön, also zündet man direkt an. Geil! Was? Alter! Geil! So, Tompyro 01, was haben wir denn hier? Sag mal, halt mal hin. Hier, da sind sie. Schöne FP3 Small. Richtig, unscharf. Jetzt werden sie doch scharf, oder? Genau. Da macht er auch schon den ersten. So. Und die haben 4 Gramm? 50 Gramm. Eine. Oh, richtig eklig. Kann ich aufmachen? So, jetzt in der schönen Sonne hier eine Blackbox. Rauchfackel in Blau. Da steht. Na, zeig mal, was die kann. Das wird bestimmt richtig Premium. Alter, die brennt richtig lange, Junge, ja, richtig geil. Was, 6 Sekunden? Das steht auf Kopf. Das ist richtig geil. Schön. So. Man kennt sie. Was rührt? Oh, und Wind! Was? Nico Flashbang. Neu. Die sind aber doch geil. Also echt nicht schlecht. Oh, bleib mal so stehen, Erik. Nicht umdrehen. Oh, und er dreht sich um. Hier. Die Blasio Elio. Das ist mein Mann. So.
Edel. So, Flashbang, 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 go. Boah, das wird edel, Alter. Wieder geflogen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das drauf hatte, sorry. Falls nicht. Die machen wir jetzt, Leute. Hier. Hier, hier, da, da. Was ist das? Oh, was war das denn? Ach, ist ja geil. Ja, ja. Die habe ich drauf. Die waren nicht schlecht. Die sind richtig geil. Von was sind die? Von Pyrostar. Da, durch du mal ein bisschen ran hier. Da, El Loco von Pyrostar. Na, das bringt alles nicht. Ah, da, genau. Aua, gegen das Haar. Aber die sind geil. Richtig geil. Aua. So. Ich versuche jetzt mal hier. Alter, wie geil die sind. Jo. Ja, scheiße. So, mach mal noch einen. Funke? Yep. Richtig geil. So, ich und der Böllercheck, wir begingen uns gerade auf die Prärie, denn wir haben jetzt einen Premium-Artikel hier. So. Ha? Was haben wir da? Ist das etwa eine Turbo-Salut? Und das ist es. Und jetzt schön im Wind. Mal gucken, ob die ordentlich fliegt. Okay, ganz langsam. Warte, mach schon mal an. Mitte, in der Mitte halt. Ah, da, ah, da. Ja, ich seh's. Nein! Boah! Warte. Alter! Au! Warte. Was ist los? Kann ich? Ja. Bist du verbrannt? Brennt hier irgendwo was? Hier hinten auf jeden Fall bist du auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt die Piccolo Corsair von Weco, schon ein Stückchen älter, auf jeden Fall älter als du, ne? Ja. mach mal auf, zeig mal, das würde mich immer interessieren. Romantisch im Wind, man hört sowieso glaube ich nicht, hoffe ich mal. Sind schon was, ich habe das Gefühl, ich krieg was ab, ne, gut. Die sehen ganz geil aus, da mach mal. Zünd mal. Ob die irgendwie was können? Nö. War das gut? Nee, nicht wirklich. Ne? Der nabelt noch. Ja, aber ich meine für die Größe dann so. Gut. Da ist er. Ja. Oh, ich hab's gegen das Bein gekauft. Also, die sind ganz gut. Ein Spaß für die ganze Familie. Hier, Piccolo Corsair von Nico. Oh, ich hab was verloren. Ich hab was verloren. Creeper. Weg. Ja, die sind richtig schlecht geworden, Mann. So, hier haben wir von Original Fireworks The Mammoth. Mammoth? Ja. Okay. Das ist nicht so. Was hast du jetzt? Oh, das ist geil. Mal gucken, was die können. Oh, Alter! Junge! Alter! Wow! Kann ich? So, das ist jetzt der Scream S, was? Scream 5S. 5S. Premium Line. Feuerfrei. Von Funke. Von Funke. Weiter weggehen?
Weg King. Es ist zwar die schlechte Charge, aber der Kollege hat das hier getrocknet. Mal gucken, vielleicht machen die ja wenigstens mehr als Plop. So, jetzt die Chesing Fuhrwerk. Wer ist denn hier der Hersteller? Sag mir das mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall oben schön Red Lantern, Made in China, Leslie. Oh. Ja, nee, die sind Leslie. Ja, ich weiß schon. Die waren oder die sind wunderbar gefährlich, hat der Erik gerade. Ja. Genau. Ketchup. Ketchup. Ach du Scheiße. Werf das weit weg von mir. Werf das schnell. Naja. Ach du Heilige. Ah, es geht aber. Oh, die schnitzeln schön, du. Mach mal gleich mal einen auf den Boden. Schnell. Oh, Junge, mit Ring, Alter. Richtig geil. Ja. Das ist richtig. Die sind geil. Die schnitzeln auch schön. Ah, was ist das für eine Lunte? Jetzt warten wir wenigstens mehr Zeit zum Wegwerfen. Ja. Zu geil. Jetzt haben wir hier die Thundercrackers. Big Bang, hoher Werkstatt drauf. Das scheint mir original zu sein. Vielleicht ist es es auch, Importeur. Brandgefährlich, die Teile. Also die Lund. Oh, du Scheiße, du. Vorsicht. Ja, ich schieße. Oh, wunderschöne Bandung von hinten, ja. Ja, das sieht geil aus. Genau, der Kollege nimmt hier immer schön die Lunte schnell raus. Aber bei denen scheint es zu gehen. Oh, und die Schnipsel, ey, geil. Die sind auch geil. Aber Leute, wenn ihr die habt, ne, passt höllisch auf, weil die Zündschnur, die ist. Manchmal brennt die so schnell ab. Da kannst du nicht mal ein Ei braten, Junge. Alter, geil. So, jetzt machen wir mal einen Vergleich zwischen den Funke Trueno Nummer 3 und Colors. Sie hier unten. Gut. Wie macht man das? Du zuerst den an. Mach mal zuerst den. Ja. Ah, warte, jetzt warte. Wind. Teil nicht rum. Boah, der Wind. Hat schon ganz ordentlich vorgelegt. Machen wir mal den hier hinterher. Die sind krasser, oder? Ja. Unbedingte Kaufempfehlung, Leute. Krank. Warte. Ja, lass mal. Wo ist mein Ständer? Hier. So. Wo ist denn mein Ständer? Ich will weit weg sein. Also. Ich lasse euch jetzt noch einstellen. Wir machen jetzt aber einen Weco Schocker. Der wird richtig wehtun. Sachsenfeuerwerk, altes Weco Logo. Und ja, gleich geht's los. Richtig Premium, die Teile, ohne Scheiß. So, jetzt Thundercracker und Chesing, jeweils von Harman. Sind die beide von Harman? Egal. Ja. Verheinz einfach mal hier, schön. Hier in die Richtung. Oh, der war gut. Wow. Das war so ein bisschen piepen. Also die waren auch ganz gut, du. Richtig ist da noch so eine schnell brennende Viskus, ey. Ja, nimm schon auf, ne? Alles, was du jetzt sagst, könnte einfach... Alles, was du sagst, könnte im Gericht gegen dich verwendet werden. Ficken. Könnte, muss nicht. Na, wette hier... Alter! Ist das geil. Okay. Ja, die sind... schlecht. Was? Na, was ist denn los, mein Freund?
Color Salut unter roter Corsa oder drin? Machst du unter? Unter. 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 Kann ich? Let's go. Oh. Schnipselbombe! Alter Schwede! So, jetzt machen wir ein paar Bombenrohre. Wir fangen mal an mit den kleinsten. Was ist das? Jetzt den aktuellen von Nico. Flashbang natürlich. Mit Titanium-Salut. Ja, geil! Oh! Direkt ein alter Flashbang. Genial, was war das gerade? Sehr, sehr gut. Jetzt gibt's ein paar Nico-Böller. Wir fangen mal an hier mit dem Pyro-Cracker. Die werden wir ein bisschen verzünden. Das ist geil. Was ist denn das? Ach, die Matte. Alter, die ist noch top. Geil. Also die können noch was, die alten Dinger. Kannst einfach alle gleich weghauen jetzt. Ja. Sind übrigens aus dem Crash-Sortiment von Nico, falls das den ein oder anderen ein Begriff ist. Boah, die D-Böller sind auch gut, ey. Ich hab nur Lüfter auf die Wärme. Ich zieh so bloß ein Stück runter. Und der wollte nicht. Jetzt ein Premium Fire Event. Oh, die sind nice. Machen wir erstmal eine Wunderkette. LOL! Als ob. Erstmal hier der Silver Pirate. Alter. Mit Fire Event kann man generell absolut nichts falsch machen. Alter. Alter. Richtig genug. Von Explode, ne? Dreh mal. Und jetzt reißt richtig erotisch auf. Ja. Bitte um Koordinierung, wir drehen hier gerade ein Video. Das sieht ja aus wie ich. Doch so scheiße. Na, mal gucken. Also Jonas, wenn du das siehst, du hast gesagt, du hast die gute. Schau. Jonas, du hast gelogen. Jonas von Feuerwerkland hat gelogen. Trotzdem mal alle im Shop vorbeigucken. Aber nicht die Fandorcracker kaufen. Nee, mal gucken, ob die hier vielleicht noch was. Auch noch vor. Machen wir noch einen. Aber ich hatte die Idee, waren vielleicht besser. Aber optisch machen die schon was her, definitiv. War vielleicht ein bisschen nah. Aber da ging eigentlich. Alter, die Explosion war so laut, das hat man nie gehört. Jo, Red Lantern. Nee, okay, schau. Ja, Red Lantern. Ach, von Original, also doch. Das habe ich mir schon fast. Jetzt bist du unscharf, du Arschloch. Mach mal, zeig mal. Sie Arschloch. Aber bitte. Aber bitte. Safety is number one priority, so. You have to save this lint. Alter, ich hab grad richtig Angst davor. Wo schmeißt du das? Weil ich abbekommen. Woo! Alter! Mach nochmal. Schmeiß mal ein Stück weiter weg, wäre ganz gut. Danke. Alter, aber die sind geil. Jetzt die mit dem Tigerhead Brand. Petard Tiger, es wird erstmal ein Foto gemacht. Nee, Film. Ach, Film, okay. Dann sind wir soweit. Oh, die sehen ja richtig übel aus. Mit Fuhrwerk drauf, damit man es nicht mit Würsten verwechselt. Und anscheinend, anders kann ich mir das nicht herleiten. Die sehen sehr knackig aus. Au! Ui, ah, die schnipseln immer schön. Thundercrackers haben wir jetzt. Original steht drauf.
mit dem Flower Basketball hier. Das ist nochmal nah. Genau. Und die sehen auch, oh, die sehen richtig edel aus. Mit roten Ringen. Ja, zeig mal, was die können. Immer schön weit wegwerfen oder ganz schnell. Aber die nehmen sich alle nicht viel von Knall, wa? Also, naja. Aber geil sind die, ey.